Wir gehen ja davon aus, dass die Demokratie Privilegien, Macht und Ämter auf Zeit verleiht. Soweit die Theorie. Wir kennen die Durchbrechung dieses Systems beim Bundespräsidenten, der lebenslang alimentiert wird, mit einem wunderschönen Büro ausgestattet und 20.000 Euro im Monat bekommt. Wir kennen diese Durchbrechung des auf Zeit verliehenen Amtes und der Privilegien, aber auch beim Bundeskanzler, der danach nicht nur ein Übergangsgeld bis zu 220.000 Euro erhält, möglicherweise eine Rente ab 60 bereits unter gewissen Voraussetzungen und ein Ruhegehalt von um die 12.000 Euro, sondern er wird lebenslang dadurch auch alimentiert, ohne Rechtsgrundlage bisher, dass er ein Büro zur Verfügung gestellt wird, bekommt und auch Mitarbeiter. Das Ganze fing an mit Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler, der beschied sich noch mit einem klitzekleinen Sekretariat nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, was von der CDU bezahlt wurde. Und dann ging es los mit Ludwig Erhard, der einige Hilfskräfte bekam. Das wuchs dann immer mehr auf bis zu den Bundeskanzlern in der heutigen Zeit, die sich meistens mit sechs hochkarätigen Mitarbeitern lebenslänglich ausstatten ließen. Das Ganze, wie gesagt, ohne Rechtsgrundlage aufgrund eines Beschlusses, also ohne Gesetzesgrundlage aufgrund eines Beschlusses des Haushaltsausschusses. Das Ganze ist an Kosten gemessen geradezu explodiert, von 1988 bis 2015 um 500%, von einer Viertelmillion auf etwa 1,5 Millionen Euro. Wobei man 2015 sagen muss, da waren drei Bundeskanzler zu versorgen, nämlich Schmidt, Kohl und Schröder. Das Ganze ist dann jetzt wieder etwas weniger geworden. Frau Merkel hat ja eh den Hang zu, ja, zur Megalomanie, sage ich mal, wenn man sich die Pläne fürs Bundeskanzleramt anschaut. 600 Millionen bis 1 Milliarde soll ausgebaut werden. Auch hier war es so, Frau Merkel hat sich nicht damit beschieden, mit den sechs Kräften auszukommen, die die Bundeskanzler vor ihr genommen haben, sondern Frau Merkel hat neun verlangt. Die hat also so ein ganzes kleines Bundeskanzleramt sozusagen mit nach Hause genommen, und zwar mit Personen, die besoldet werden in der Größenordnung B6. Das ist ein Bundesbankdirektor, ein Botschafter bekommt B6. Das sind Beträge um die 10.000, 11.000 Euro im Monat für den Büroleiter und für den stellvertretenden Büroleiter eines ehemaligen Bundeskanzlers. Das muss man sich vorstellen. Dazu kommen dann noch Grundsatzreferenten, Fahrer und Personenschützer. Das Ganze beläuft sich bei Frau Merkel auf ungefähr 100.000 Euro im Monat, also knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr. Alleine Frau Merkel, das ist das, was 2015 drei Bundeskanzler sozusagen an Kosten verursacht haben. Und Frau Merkel, man fragt sich ja, was macht der Büroleiter mit B6 mit 12.000 Euro im Monat? Was macht der stellvertretende Büroleiter? Was machen die Sekretärinnen? Und das Ganze, das Einzige, was man von Frau Merkel zurzeit hört, sind Shoppingtouren im KDW und geklaute Geldbörsen. Also da fragt man sich, was machen diese Leute? So, wir sehen natürlich auch, dass Bundeskanzler nicht von heute auf morgen aufhören können. Sie sind zwar außerhalb des Amtes, aber sie haben natürlich fortlaufende oder fortdauernde Verpflichtungen, Schirmherrschaften, Verleihung von Preisen beispielsweise, Grußworte und sowas. Das sehen wir schon. Deshalb haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt. Also wir begnügen uns hier nicht wie viele andere mit Anträgen, sondern wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt und sagen, wir stellen das auf eine gesetzliche Grundlage. Für einen Zeitraum von 4 Jahren erhält jeder Bundeskanzler eine Büroausstattung in den gesicherten Liegenschaften des Bundes. Er bekommt eine persönlichen Referentenbesoldungsstufe Stufe B3, ungefähr 8.500 Euro. Ein Sachbearbeiter ist dabei und ein Bürosachbearbeiter, also eine Art Sekretärin, dazu ein Dienstfahrzeug mit Fahrer- und Personenschutz. Das Ganze begrenzt auf 4 Jahre und danach sollte es dann gut sein, denn wie gesagt, die Demokratie sollte davon leben, Privilegien auf Zeit, begrenzte Privilegien auf Zeit zu verleihen. Wir stehen damit nicht alleine. Das ganze Thema, nachdem wir es intern diskutiert hatten, hat auch Wolfgang Kubicki mit seinem Gespür für Populismus sofort aufgenommen. Er hat allerdings noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Kernerarbeit machen wir dann. Es wurde von Christian Lindner aufgenommen. Frau Michalitsch von den Grünen hat sich entsprechend geäußert, dass daran gegangen werden muss. Ich glaube, Frau Hasselmann sogar, meine spezielle Freundin, hat gesagt, da müssen wir ran. Immer vor dem Hintergrund, was macht Gerhard Schröder eigentlich mit den 6 Leuten, die er da unter Vertrag hatte? Wobei man dazu auch noch sagen muss, dass die Bundesregierung keine Ahnung hat, was diese Mitarbeiter machen. Wir haben kleine Anfragen dazu gestartet, wie sind die Mitarbeiter beschäftigt. Da sagt die Bundesregierung, der Bundeskanzler AD steht in keinem Dienstverhältnis mehr. Wir können das nicht fragen, wir wissen es nicht. Also da werden 9 Leute bei Frau Merkel finanziert, 6 bei Herrn Schröder bisher, von denen keiner weiß, was die überhaupt machen den ganzen Tag und die Millionenkosten verschlingen. Deshalb, wie gesagt, ein Gesetzentwurf von uns in der Hoffnung, dass die anderen Parteien oder die anderen Fraktionen im Bundestag sich so verhalten, wie in den letzten Wochen auch geäußert, nämlich sagen, da muss eine Begrenzung her und vor allem muss eine Rechtsgrundlage her. Vielen Dank. Bitte. Herr Brandner, gibt es denn eine Begründung, die irgendwie schon im Haushaltsausschuss diskutiert worden ist, warum im Fall Merkel von 6 auf 9 Personen erhöht werden muss oder soll?
Also ich habe da keine Begründung wahrgenommen. Es mag eine Begründung geben, also ich habe es überflogen. Da wird halt gesagt, der Bedarf besteht in diesen Personen. Ja, das hat Frau Merkel so gesagt und dann wurde das so gemacht. Das ist Frau Merkel ja lange Zeit so gewohnt gewesen, dass das, was sie sagt, gemacht wird.